Wenn ihr in der App oder im Browser auf der Anmeldeseite seid, müsst ihr als erstes unter dem Punkt Schule eure eigene Schule oder Institution auswählen. Danach gebt ihr euren Benutzernamen und euer Passwort ein. Nochmal zur Erinnerung, der Benutzername besteht in der Regel aus den ersten drei Buchstaben des Vornamens und den ersten drei Buchstaben des Nachnamens. Danach klickt ihr einfach auf Login und schon könnt ihr auf der Aula-Plattform loslegen.